Huch. Huch. Das ist die falsche Szene. Das ist die richtige Szene. Ey, geht nicht sofort weiter. Ich muss einmal ganz kurz was einstellen. Ja, gut. Sound ist ja nicht, dass er gerade kurz Mikro hätte ich ausgeschaltet. Jetzt kannst du was nachgucken. Okay. Wie komme ich hier wieder zurück? So komme ich wieder zurück. Das ist gut. Ja, jetzt können wir weiter mit unserem Kätzchen hier rumlaufen. Also ja, wir sollten ja hier die komischen... Oh, das Wildgemüse hier einsammeln. So, Essensbestellung habe ich mir jetzt auch schon nach oben gegeben. Nein, nicht Monkey anwählen. Das ist komisch, dass man das mit der rechten Maustaste machen muss. Ich bin das gewöhnt, dass das mit der linken geht. Aber okay, das passt schon. Ja. Und da hinten ist auch noch ein Päckchen. Leckeren Wildgemüse. Und damit haben wir die Quest hier auch schon erledigt. So, einmal abschließen. Was gibt es da für Windscherbe? Weiß nicht, wofür man sie braucht. Aber okay. Gehen wir schon hin. So, hier hinten gibt es auch noch irgendwas. Ich hoffe, wir finden alle Etheriten. Millicent. So, auch nur eine Nebenquest. Und dafür gibt es Heiltränke. Sehr schön. Hilfe, sie haben so gemacht, jetzt darfst du plötzlich am Boden gehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt hier keine Pferde, meine ich. Also, es gibt auf jeden Fall Schokobos. Das ist ein kleines Schokobos. Aber das glaube ich auch erst ab Stufe 20 und auch erst, wenn man gewisse Anforderungen erfüllt hat. Ich habe aber selber noch nicht genau herausgefunden, wie. Das hat mich nämlich damals demotiviert, weil ich dann Stufe 20 war und mein Pferd immer noch, oder mein Reittier immer noch nicht benutzen konnte. Und das war dann damals der Grund, weswegen ich, glaube ich, ausgemacht hatte, das Spiel. Da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. So. Achso, wir können ja. Da kommen wir, wenn wir auf dem Weg dahin sind. Ne, wir kommen da an keinen Dings mehr vorbei. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach direkt hier mit dem Etheriten. Probieren das einfach mal aus. Einmal zum Etheritenplatz. Achso, ja. Neue Energy wäre vielleicht ganz gut. Gott sei Dank ist der noch relativ gekühlt. So. Wo mussten wir hin? Hier unten. Was ist das? Ein Dämonenwürfel? Okay. Wir denken da gar nicht genauer drüber nach. Wir denken einfach nicht drüber nach. So, und hier sind wir im Hexenstübchen. Dachchen Mijun. Töte es, bevor es sich vermehrt. Ja, da würde ich dir sogar mal zustimmen, weil das war echt so ein bisschen creepy. Hallo, schön dich zu sehen. Hast du deinen Rundgang durch die Waldstadt beendet? Die drei Orte, die du besucht hast, werden eine wichtige Rolle in deinem Leben als Abenteuer spielen. Hast du dir auch die Zeit genommen, den Bewohnern der Stadt mit ihren Problemen zuzuhören? Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig die kleinen Taten für eine große Karriere sind.
Schließlich musst du zunächst Erfahrung sammeln, bevor du das Schicksal Eoseas prägen kannst. Nochmal. Achso. Ach, dafür brauchen wir dann ein bestimmtes Level, gehe ich mal von aus. Tachchen, was bist du denn? Achso, du bist dieses Wimpina. Der Abenteuer Tatarosa im Museums Hexenstübchen hat versehentlich einen Metallbeschlag aufgesammelt, der zurück zur Flüstereinstellung gebracht werden muss. Okay. Ja, gut. Machen wir. So, dann würde ich mal sagen, betreten wir das erste Mal den Wald. Wir gehen das erste Mal nach draußen. Außerhalb der Stadt. Bin gespannt. Haben wir eigentlich schon irgendwas, was wir hier in Ausrüstung... Ja, ich habe hier so einen komischen Reif. Ach, wir haben unser komisches Kostüm haben wir. Ich verstehe. Das Kostüm von Cloud haben wir. Errungenschaft freigeschaltet. Kartograf, tiefer Wald und Hi. Gut, Kämpfe. Mhm. Glaub, das weiß ich noch ungefähr, wie es geht. Das sind die Baumhörnchen. Das sind ja ganz normale Marienkäfer. Ich weigere mich. Nee, ich will nicht. Ich streike. Na gut, wir haben hier keine Wahl. Na komm. Töten wir die Baumhörnchen. Routine. Achso, ja. Für mehrere Einzelspieler, das gleiche Tier greifen, erhält der Spieler, der zuerst angreift, immer 100% der Routine. Das ist cool. Die miesen Elfen. Zum Glück sind wir ja keine Elfen. Außerdem, wer sagt, dass die Elfen was damit zu tun haben? Super. Na gut, es gibt auch böse Elfen. Rein theoretisch. Marienkäfer! Komm her, du böser Marienkäfer! Oh Gott! Mit dem Bogen. Die haben dir diesen Mordauftrag, diesen Massakerauftrag gegeben. Aber nur der eine. Nur der eine war ein Elf. Oder die eine war's. Das ist... Stimmt, der hier. Der Auftrag. Der Weg des Waldläufers. Der Pilzbefall und die frechen Nager, die kamen nicht von Elfen. Also eigentlich, ja, nur die Marienkäfer leiden. Ja, Marienkäfer. Ich muss die Marienkäfer und Sonnenlämmchen immer vor unserem einem Kater retten. Weil den Kater, den ich halt quasi mitgebracht habe, beziehungsweise den ich von meinen Eltern übernommen hatte, der steht das. Oder er mag es, Marienkäfer und Sonnenlämpchen zu fressen. Ja. Also ich war oder bin immer in der Zeit, wo die an diesen Fensterscheiben sitzen, bin ich eigentlich immer dabei, die kleinen Dinger nach draußen zu setzen, damit sie nicht im Magen unseres Katers landen. Das ist doch sowas von süß. Naja, gut. Baumhörnchen ist... So. So süß sind die jetzt aber nicht. Also ich glaube, da wird es vielleicht noch andere geben, die süßer sind. Also ich finde die jetzt nicht so niedlich. Da finde ich die Marienkäfer schlimmer.
Also. Oh. Das war auch. Der hat seinen Kopf im Boden. Er ist ein halber Strauß. Er streckt einfach seinen Kopf im Boden. So, wir brauchen jetzt noch Forstfungis. Da sind Forstfungis. Wieso greift man Pilze an? Wieso können sich Pilze überhaupt bewegen? Hier geht's um den Puschel. Meinst du? Das ist ein Haku-Gegenstand erhalten. Haku-Gegenstände erkennst du an ihrem Icon und dem speziellen Zeichen hinter ihrem Namen. Sind häufig bessere Werte als normale Gegenstände. Ah, ja. High Quality, hä? Da ist noch ein Fungi. Stell dich dem Fate. Fate steht für Full Active Time Event oder auch fatales Ereignis. Diese öffentlichen Aufträge tauchen periodisch überall in Eorzea auf. Jeder, der gerade vorbeikommt, kann daran teilnehmen. Wenn ein Fate in der Nähe stattfindet, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm und dessen Ort wird auf der Karte markiert. Die Art des lauten Fates kann anhand des Karten-Icons identifiziert werden. Wenn du den Cursor über das Icon bewegst, wird der Name des Fates angezeigt. Sobald du in Reichweite des Events bist, nimmst du automatisch daran teil. Fate, Titel, Ziele und verbleibende Zeit werden automatisch in der Aufgabenliste angezeigt. Wenn deine derzeitige Stufe mehrere Stufen über der empfohlenen liegt, erscheint die Schaltfläche Anpassen deiner Aufgabenliste. Benutze diese Schaltfläche, um deine Stufe automatisch anzupassen, damit du eine Belohnung für die Teilnahme erhältst. Ach du grüne Neune. So, hallo Fungi. Ey, der Fungi ist plötzlich fett. Ich habe eben nicht drauf geachtet. War das eben auch schon so? Waren das eben auch schon fette Fungis? Wahrscheinlich. Da ist noch ein Fungi. Der Fungus. Stimmt, das ist Latein. Fungi ist Mehrzahl. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr, welche Zeitform. Also welche Endung. Alter, Dingens. Oh, ja, zu lange her, dass ich Latein hatte. Pizza-Fungi. Nachher erwartet mich eine leckere Pizza Hawaii. Aber leider nur eine PK-Pizza Hawaii. Leider. Okay, das ist dann der Page. Haben wir hier draußen noch irgendwelche Aufträge? Nein. Also ja, doch, einen, den wir noch nicht angenommen haben. Aber dann können wir erstmal zurückgehen. Flieg, kleine Katze, flieg! The Wutang, okay. Nicht weglaufen. Ja, aber wir müssen noch die Quests abgeben. Oder meinst du die Avatar-Katze da? Hier, da unten. Da. Die Richtung. Ich rede von den Katzen. Ah! Okay, das war ja meine Frage eben, ob du von den Viechern da am Bildschirmrand redest oder. Von dieser Katze. Hier sind einfach zu viele Katzen. Egal wo, es sind einfach überall Katzen. Wir sind eine Katze. Überall sind Katzen. Eine Katze, die euch begrüßt. Eine Katzen, die da unten sind. Mein Leben besteht aus Katzen. Gut, und wir haben einen Hund. die Abenteurerin Celeste scheint eine Lieferung für den Stummen im Auftrag geben zu wollen. Und Misun hat wieder einen Auftrag für uns. Wir sitzen das Hexenstübchens fällt nach ab. Hält der Abenteurerin Ausschau, denen sie die Ausbildungsstätte am Stummen empfehlen kann.
Warst du schon am Stummen? Der Stummen liegt direkt vor der Stadt hinter dem blauen Dachsfort. Dort bildet die Bruderschaft der Morgenviper ihre Soldaten aus. Einer der Ausbilder, den ich kenne, ist immer auf der Suche nach Unterstützern. Das heißt, er heißt Galfried und er freut sich sicher, wenn du dich bei ihm vorstellst. Ich finde, es gibt zu wenig Katzen und zu viele Elfen, also ehrlich. Ein Elf sind zwei zu viel. Du Elfenrassist. Du hast eindeutig eine Abneigung gegen Elfen. Der Wald ist heutzutage alles andere als sicher. Ich rate dir, den Weg keinesfalls zu verlassen. Da habe ich leicht aufgestoßen. Was ist das denn für ein Mokri? Oh, wie cool ist der denn? Ich will auch so einen Mokri. Warum habe ich nur so einen langweiligen Mokri? Eine kleine Freundpuppe. Oh Gott, ich ahne schon, ich muss irgendwann in den Shop. Ich werde da nicht dran vorbeikommen. Jupp. 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 Immer so weiter. So. Was suchen wir uns denn hier mal aus? Alle Klassen oder Krieger? Machen wir doch lieber das hier. Ach, ab Stufe 5. Wir sind Stufe 4. Okay. Wir sind noch etwas unterlevelt. Also ein Level drunter. Du bist zurück. Ich nehme an, du hast die Aufgabe mit Leichtigkeit erfüllt. Dann willkommen bei den Weitläufern. Es ist mir eine Freude, dich in unserer Gilde zu haben. Ich nicht einmal zwergische Schreiter. Ich bleib mal. Oh Mann. Oh Mann. Halte die Kunst des Bogenschießens hoch und hör nie auf deine Technik zu perfektionieren. So wie ich und wir alle hier. Das bedeutet aber nicht, dass du von uns nun alles auf einem Silbertablett serviert bekommst. Du musst selber mit dem Bogen arbeiten, bis er dir so vertraut ist, als ob er ein Teil von dir wäre. Dieses Bestiarium hier wird dir dabei helfen. Darin sind die Gegner aufgelistet, die einem Waldläufer angemessen sind. Hallöchen. Hier ein rotes Schwänzchen. Ich habe einen Blautropfenlutscher. Schön. Wirklich schön. Ich verstehe gar nicht, warum du sie nicht magst. Wenn du dich an diese Gegner wagst, brauchst du eine richtige Technik. Beobachte die fortgeschrittenen Schützen und wenn du dann selbst schießt, mach dir all deine Bewegungen bewusst und vergleich sie. Und merk dir auch, wohin der Pfeil geflogen ist. Beobachte daraus und lerne den Ablauf präzise. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Fortschritte. Sobald du als Waldläuferin Stufe 5 erreicht hast, kannst du von Lucien den nächsten Auftrag annehmen. Das Bestiarium. Deine deinen Fortschritt beim Erlangen. Okay. Person gegen eine Stärke. Rang auswählen. Okay. Du, das klingt aber nicht nach mögen. So, also das hier ist unser Bestiarium. Das ist ganz schön viel.
Naja, okay. Werden wir schon schaffen. So, in Alt-Kredania haben wir auf jeden Fall noch einen Auftrag. Das heißt Aufmerksamkeit und Zuneigung. Und man kann es sehen, wie man möchte. Würde ich dazu einfach mal sagen. Also ich glaube, mit Aufmerksamkeit, da kann ich dir zustimmen. Zuneigung, darüber lässt sich streiten. Diese Karte überragt einfach alles. Weil dann sieht man ja nichts. Wird auf jeden Fall schon wieder dunkel. Wird schon wieder duster. So wie in echt leider auch. Ja, wir haben die Baumhörnchen erledigt. Ja, genau. Geschichtenerzähler. Und eine Errungenschaft haben wir halt. So, und in diese Richtung gab es, meine ich, auch noch irgendwas. Können auch erstmal noch gucken, ob wir die restlichen Ätheriten finden. Ja, sonst was eigentlich. Diese Form der Zuneigung ist das halt so, wie ich immer Fortschritt mit 11. Muss ich mir Gedanken machen, dass du mit deiner Axt redest? Willkommen zurück, Kaya. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest viel Spaß im Lurk. Nein, das nicht. Ach komm schon. Das denn nicht. So, die Gärtnerin Samian hat ungewollt Blumensamen auf dem Weg verstreut. Sie könnte sicher Hilfe beim Aufsammeln gebrauchen. Ja, gut, ne? Dann machen wir das mal. Ne, das im Keller ist scheiße. Hat nur bedingt Spaß. Ja gut, das glaube ich. Das ist eine Axt angeblich, die verstimmte Seele eines irren Magiers steckt. Das ist nur ein Gerücht. Gut. Das wird es bestimmt sein. Ich glaube, anders könnte man sich das nicht erklären. Lustig kann tote Menschen sehen. Und tote Hunde. Irgendwer auf dieser Welt wird mir das hundertprozentig glauben. Ich glaube, dann muss ich mir Sorgen machen. Der Gärtner... Ethelred hat offensichtlich Vorurteile gegen Abenteurer. Trotzdem möchte er einen Abenteurer bitten, etwas zur Gilde der Druiden zu bringen. Wie passt das zusammen? Ja, gar nicht, ne? Ich bin jetzt neue Fähigkeit dazu. Ja, Kaya, ich level mich immer auf, weißt du? Ich habe so ein eigenes inneres Level-System. Klingt doch überhaupt nicht seltsam, wenn ich das sage. Ich merke das schon. Ja, oder wie willst du dir sonst meine vielen einzigartigen Fähigkeiten erklären? Für tote Elfen.
Oh Mann. Ja, am helfen. Kriegst aber heute echt ab. So, am Abschießen. So, und wo sind die blöden Druiden? Irgendwo in diesem Weg Richtung. Dem nicht noch gefällt. So, was ist denn hier noch? Ach stimmt, ja, hier ist das Ding mit der harten Nuss, ne? Ja. Banabuntert. Okay. Bei Botfen abliefern. Ach, das ist dann hier hinten. Oder wie? Gehen wir einfach einmal in den Nordwald. Und die brauchen wir fürs Bestiarium. Zeigt das Ding, das Symbol, was da drüber ist. Genau wie die Marienkäfer, die brauchen wir auch fürs Bestiarium. Wir wollen es ja so gut wie möglich vervollständigen. Bestiarium, bei welchem Teil warst du noch? Oh Gott, das Bestiarium gab es auf jeden Fall in mehreren Teilen. In 12, meine ich, gab es das auf jeden Fall. In 9, glaube ich. In 1 und 2. In 3 auch. In 4 auch, meine ich. Deswegen gab es was ähnliches hier. Ja, stimmt, die Monsterfarm. Ich glaube, das gibt es in jedem Teil irgendwie. Es heißt halt nur immer anders. Square legt sich ja nie wirklich auf einen bestimmten Namen fest. Hier ist es auf jeden Fall das Bestiarium. Nein, Drachenverwandlung ist vorher gespielt. Oh Mann. Klar, jetzt beiden will ich auch noch Feuer gespielt. So. Ja, wie gesagt, ich meine, das kommt in fast allen Teilen drin vor. Es heißt halt nur immer anders. Das ist das Interessante daran. Spielanleitung kann ich mal entfernen. So, aber die Baumhörnchen, die können wir auch einmal noch erledigen. Lebt wo, ihr kleinen Baumhörnchen? Das Kuhblutkopf. Nee. Das ist mein eigenes Haustier. Ich kann. Ah. War doch ein. Ja, Kuhblutkopf hat einen roten Bommel. Einen rosafarbenen, glaube ich. Rosa oder rot oder sowas. Mein Stofftier hat einen gelben Bommel. Das ist okay, die fliegen jetzt die Scheiße. Hey! Ja, kannst du ja nicht wissen, Kaya. Es ist jetzt nichts, was zur Allgemeinbildung dazugehört. So. Wir haben ein neues Rüstungsteil. Das davor hat mir besser gefallen. Das davor war keine Rüstung, aber naja. Ich will erstmal hier noch nichts annehmen. Glaube ich. Sonst
überblicke ich hier nichts mehr. Weil das Gebiet hier ist, glaube ich, relativ groß. Warte mal. Weltkarte. Eieiei. Okay. Das sind die Gebiete um Dania. Nordost- und Südwald. Okay. Das ist ein spezifischer Stoff, es ist doch noch nicht Winter. Ja. Dafür kann man ihr teilweise unter Druck gucken. Teilweise. So, hier ist auch noch ein... was hier unter den Rock gucken versteht. Ja. Wenn man es richtig anstellt, eben habe ich es beinahe hingekriegt gehabt. Draußen vor der Stadt. Ach, okay, wir haben alle Ätheriten. Schlüppi Barade, es geht nicht um den Schlüppi, es geht um das gesamte Erscheinungsbild. So, hier sollte ich etwas abgeben. Bitte sehr. Ja. Abschließen. Und jetzt... Ach nee, warte, wir können einmal mit dem Ätheriten. Bestimmt, oder? Können wir, können wir, können wir? Laudas Pforte. Da müssen wir ja eh hin. Wir haben da einen Stift dran, was ist da los? Ja, sie wollen sich halt nicht so freizügig anziehen. Gibt doch bestimmt später Autokobus. Ja. Allerdings muss man dafür dann gewisse Aufgaben oder Instanzen erledigen, damit man reiten darf. Also Schokobus so an sich gibt es, klar, die kannst du halt frei nutzen. Aber um deine eigenen Reittiere nutzen zu können, musst du halt gewisse Kriterien erfüllen. Da hinten ist noch einer. Jo. Und das nächste Monster fertig. Schattenmilbe. Mhm. Sehr lecker. Wieder einen Bogen. Ich habe immer Charaktere mit Bögen in MMOs. Müsstest du doch langsam wissen. Ich benutze ja schon fast nichts anderes mehr. Doch, in WoW. In WoW spiele ich auch andere Klassen. Eine Hanfhose. Gut. Ziehen wir eine Hanfhose an. Hanföl von Seitenbacher. Hanföl. Ach du Scheiße! Kacke, wie sieht das denn aus? Ach du Heili!
Sehr sexy. The sexiest woman alive. Not. Schick. Naja, ne? Troop Kamassum, eine Soldatin am Sturm, möchte, dass du ein paar Neulinge aufspürst, die nicht zu ihrem Training erschienen sind. Das ist besser als eine Hose. Keine Hose. Ja. Ja, in dem Fall. Ja. Morellin am Sturm ist auf der Suche nach einem Freiwilligen, um Material für die Ausbildung von Rekruten zu sammeln. Okay, auch das machen wir. So. Sehr gegrüßt, Aidaria Samfodel. Mirjun hat sein Kommen angekündigt. Ich heiße Galfried und ich bilde hier am Sturm Rekruten der Bruderschaft der Morgenviper aus. Danke, dass du uns deine Hilfe anbietest. Die große Katastrophe vor 5 Jahren hat viel verändert. Die Macht der Gebieter wurde geschwächt und das Gleichgewicht ist weiter zerstört. Es zählt nur noch das Recht des Stärkeren und die Schwachen werden aussortiert. Viele haben ihr Leben verloren. Im ersten Blick ist es vielleicht nicht zu sehen, aber der Wald steht kurz vor dem Zusammenbruch. Als Bewohner von Gridania ist es unsere Pflicht, den Wald zu heilen und zu beschützen. Und dich als Abenteurerin bitte ich, uns bei unseren Bemühungen zu unterstützen. Hör dich um, wo du dich nützlich machen kannst und steh den Leuten bei, mögen die Gebieter mit dir sein. Okay. Dum, 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 da, da. So, mal sehen. Können die Schuhe es retten, die wir da gekriegt haben? Naja, sie können es ein bisschen verdecken, die ekelhafte Hose. Hauptmann Galfried, der die Ausbildung am Sturm leitet, möchte sicherstellen, dass du bereit für seine Aufträge bist, indem er die Qualität deiner Ausrüstung inspiziert. Wie ich sehe, kannst du es kaum erwarten, uns zu helfen. Bevor ich dich jedoch in den Wald entsende, muss ich sicherstellen, dass deine Ausrüstung den dort lauernden Gefahren gewachsen ist. Du musst wissen, dass in den 5 Jahren seit der 7. Katastrophe viele Kreaturen des Waldes, die Einkehr zu bösartigen und blutrünstigen Monstern mutiert sind. Ohne anständige Ausrüstung durch den Wald zu streifen, kommt als einem Selbstmord gleich. Ich schlage vor, du nimmst dir ein wenig Zeit, um deine Ausrüstung zu überdenken. Sobald du damit zufrieden bist, melde dich bei mir zur Musterung. Rüste dich an Kopf, Rumpf, Händen, Beinen und Füßen mit Gegenständen von mindestens Gegenstandsstufe 5 aus. Melde dich dann bei Galfried zur Musterung. Okay, stimmt. Eins haben wir ja noch. Das war das hier. Oh Gott, so eine Augenklappe. Kann ich das nicht auch irgendwie verdecken? Nee. Irgendwie ging das so, dass man das... Oder doch? Da. Da kann ich es ausschalten. Okay. Jetzt fangen hier auch schon die komischen Namen an. Ja, warte, ich kann mal nachgucken. Stärke plus 1. Geschick plus 1. Und bessere Verteidigung als die Hose davor.